Werte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Aero. Thema heute, wie ein Backup für vor Microsoft 365. Herzlich willkommen. Ja, MS 365 bietet, wie wir alle wissen, leistungsstarke Dienste, aber das Backup ist halt eine wichtige Sache dazu und liefert der Microsoft nicht. Aber mit Veeam Backup für Microsoft 365 eliminiert wird das eigentlich das ganze Risiko eliminiert und sie behalten im Prinzip die Daten und das ist das gerade das Wesentliche. Und die ganzen Microsoft-Dienste wie Exchange Online, SharePoint, OneDrive etc. werden natürlich mitgesichert. Und genau das wollen wir Ihnen heute live herzeigen. Herzlich willkommen, Markus Schober. Remote dazu geschaltet, Systems Engineer von der Veeam, mein lieber Kollege, der Markus Sterling, Ihr Ansprechpartner für Veeam. Und dann haben wir natürlich noch ein Zuckerl, kommt dann noch dazu der Rainer Marek von der Nextlayer, der Cloud Backup basierend auf Veeam-Technologie anbietet. Genau, guten Morgen allerseits. Gut, Max, dann starten wir einfach einmal mit deinem Slot. So, du kommst jetzt im Präsentmodus. So, Übertragung, Bildschirm 2. Man sieht den Bildschirm. Ja, wir sehen ihn. Ja, perfekt. Super. Gut. So, guten Morgen. Auch von meiner Seite, Schober Markus, mein Name, bin Systems Engineer bei der Firma Veeam in Österreich. Und würde heute gern ein paar Worte über Microsoft 365 verlieren. Ich will Sie hier nicht lang mit PowerPoint zu Tode langweilen, sondern einfach nur einen kurzen Überblick geben, was da jetzt so seit 1.3. Neues gekommen ist. Wie gesagt, wir sind mit der neuen Version unterwegs, seit 1.3. verfügbar in der Version 7. Und dieses große Thema Immutability bzw. Unveränderbarkeit ist ja heute in aller Munde. Man hört es ja immer wieder in den Medien, im Radio, in der Zeitung, wie auch immer, dass immer wieder Kunden leider Gottes von Ransomware-Attacken betroffen sind in irgendeiner Art und Weise. Und ja, man kann sich davor schützen, man muss es nur tun. Wir bieten jetzt da in der neuen Version von M365 auch die Möglichkeit, Ihre Mails bzw. alles, was in M365 abgebildet ist, immutable abzulegen. Macht klarerweise Sinn für Unternehmen, die sehr, sehr intensiv mit Microsoft 365 arbeiten. Auch diese sind sehr gerne betroffen. Diese sind Angriffspunkte von Hackern und wenn man da Sicherung hat, macht es durchaus seinen Sinn. Man muss immer vor Augen halten, das Backup ist die Last Line of Defense. Das heißt, wenn Sie da nichts mehr haben, und meistens gehen Hacker drauf los, dann schaut es wahrscheinlich relativ finster aus mit Ihren Daten. Also bitte das immer im Hinterkopf behalten. Immutability Copies können mittlerweile von A nach B, wo auch immer das B ist, gesendet werden. Das heißt, wir schicken die Daten von Azure nach Azure Archive, von Amazon nach Glacier, von S3 kompatibel in S3 immutable, wie auch immer Sie wollen. Also wir haben da viele Möglichkeiten. Prinzipiell wäre generell zu empfehlen, dass Sie für Installationen größer von 1500 Benutzern auf ein S3 Repository wechseln, weil da die zum einen die Performance besser ist und zum zweiten dann die Daten geringer abgebildet werden. Was ist noch neu dazugekommen? Sofern Sie M365 schon verwenden, haben wir es jetzt auch integriert in die Veeam One-Umgebung. Das heißt, sofern Sie Veeam One benutzen, können Sie das als bestehender Microsoft 365-Kunde kostenlos dazu nutzen. Ich würde Ihnen empfehlen, das auch zu tun.
Es schaut recht ansprechend aus und ich würde das dann gerne noch in ein paar Minuten und ein paar Worten herzeigen, wie das dann wirklich integriert aussieht. Wie gesagt, proaktives Management, Compliance, Certainty und so weiter. Diverse Möglichkeiten in M365, also von M365 in VimOne abgebildet. Für Benutzer bzw. Kunden, die das Stand jetzt noch nicht nutzen, das heißt noch keine VimOne-Integration nutzen, sie können es sich runterladen und gratis dazu nützen. Also das sei nur mal so dazu gesagt. Ja, das war die Thematik, die ich schon erwähnt habe, die Integration und das Monitoring und Reporting in VimOne. Das noch einmal kurz dazu. M365-Kunden können sich das runterladen und dazu verwenden. Also mittlerweile können wir eine relativ große Infrastruktur beziehungsweise einen großen Funktionsumfang bieten. Das heißt, M365 für der Server kann Cloud-Umgebungen sichern, das heißt, die M365 in der Cloud, on-premises, gegebenenfalls, sofern Sie es verwenden, das heißt, hybrid auch möglich, in ein Object Storage hinein oder on-premise in ein lokales Storage, dann weiter in ein S3, eine Kopie in die Cloud, wo auch immer die sein mag, kann auch alles lokal sein, wenn Sie wollen. Und Recover-Funktionalitäten klarerweise für Exchange, SharePoint, OneDrive und Teams. Sowohl in einem klassischen Veeam Explorer als auch in der Self-Service-Portal-Funktionalität, das heißt dem Restore-Portal für Veeam M365. Werde später noch etwas näher darauf eingehen. Und die Integration in VimOne. So, das soll es dann mehr oder weniger schon gewesen sein. Wie gesagt, die Restore Portal Enhancements, aber da werden wir dann live eher drauf eingehen. Gut, dann würde ich sehr gerne auf die Demo-Umgebung gehen. So, ich habe da einen M365-Server, der im Prinzip ja nicht sehr viel Ressourcen braucht. Das heißt, ich habe da ein paar virtuelle CPUs und ein bisschen RAM dazu. Das heißt, wir sprechen da von 8 virtuellen CPUs und 32 RAM. Und im Endeffekt war es das schon. Das heißt, völlig unabhängig, ob Sie VBR einsetzen, das heißt Veeam Backup and Replication, Sie können das völlig unabhängig davon in einer virtuellen Maschine betreiben. Da muss in keiner Domäne sein, völlig unabhängig davon, wie auch immer Sie das betreiben wollen. Und Sie haben das relativ schnell installiert. Das heißt, innerhalb von einer Stunde, eineinhalb Stunden ist wahrscheinlich das Stück Software aufgesetzt, konfiguriert und die ersten Backups werden laufen. Schauen wir uns einmal kurz die Grund Installation an. Das heißt, das Erste, was ich tun muss, ich muss mir meine Microsoft 365 Organisation, die ich hoffentlich schon habe, sonst wird es nicht funktionieren. Das heißt, die werde ich brauchen, dort werde ich mich authentifizieren müssen, werde dort meine Apps registrieren müssen. Dazu brauche ich klarerweise Zugriffsrechte, das heißt, wir brauchen da einen Global Admin, der das einmal macht, dort die App registriert. Das funktioniert im Hintergrund vollautomatisch. Sie brauchen sich um keine Rechtevergabe oder sonst irgendwas kümmern. Sie könnten es tun, wenn Sie wollten, Sie müssen es aber nicht. Ich würde das der Setup-Routine überlassen, ist weniger fehleranfällig, weil wenn man es manuell macht, kann durchaus immer wieder das ein oder andere vergessen werden. Gut, das heißt, die Organisation, das Erste, was ich mir hier integriere. Das Zweite ist, bei der Installation wird bereits ein Proxy-Server angelegt. Proxy-Server ist nichts anderes wie die Arbeitsmaschine, die die Daten von A nach B schaufelt. In dem Fall eben von der Microsoft-Organisation in eine Repository hinein. Das Zweite, was wir tun, wir konfigurieren und installieren uns hier Object Storage. In dem Fall halt, Sie können das auch mit lokalem Storage machen, was auch immer Sie bevorzugen. Ich würde nur raten, ab einer gewissen Benutzergröße, zumindest mit uns, beziehungsweise mit dem Partner oder der Arrow zu reden.
wie man das am besten dann sizen würde. Es gibt dann schon Notwendigkeiten, ob einer gewissen Größe in Anbetracht der Performance. Gut, Object Storage einmal für normal, einmal für immutable, dann kann ich mir lokale Disk anlegen, das macht die Installationsroutine auch automatisch. Das heißt, bei der Installation ist der M365-Server automatisch auch eine Backup-Repository. Hier in dem Fall habe ich meine Repository für normale Daten und für immutable Daten angelegt. Das heißt, relativ übersichtlich und einfach, einmal normal und einmal immutable. Das nächste, was ich dann tue, ich lege mir Jobs an. Dazu ist es wahrscheinlich, macht Sinn, dass wir da vielleicht kurz mal hineinschauen. Legen wir uns einen Testjob an. So, und die einfachste Möglichkeit hier wäre klarerweise, dass ich sage Backup Entire Organization. Das kann irgendwann einmal relativ groß werden, weil in der Backup Entire Organization ist halt Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams und so weiter drinnen. Wir wissen, hinter SharePoint und Teams und OneDrive versteckt sich im Endeffekt ein SharePoint-Server und da können viele, 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 viele Daten drauf sein, auch im Exchange drinnen. Ich denke hier an Attachments und so weiter, also das kann relativ groß werden und umso länger wird es wahrscheinlich dauern und umso mühsamer kann es werden, gegebenenfalls Fehler zu suchen, wo was nicht funktioniert hat. Das heißt, ich würde hier eher in die Richtung gehen, dass man sagt, wir trennen unsere Jobs in einzelne Benutzer, dass man sagt, wir suchen uns jetzt aus der Azure Active Directory einzelne Benutzer raus, dass man zum Beispiel sagt, irgendeinen Benutzer, den wir da haben, zum Beispiel den Alan de Jong, add. Und dann kann ich da noch sagen, aufklicken, edit, wir suchen uns für diesen guten Mann eigentlich nur das Mail heraus. OneDrive machen wir zum Beispiel in einem anderen Job. Somit wird für die Gruppe oder für den Benutzer oder für wen auch immer, nur Mail gesichert. Und somit haben Sie genau in dem Job nur Mail drinnen. Dazu sei noch gesagt, alles was Exchange anbelangt und was gesichert werden soll, kann hier vorab in den General Options festgelegt werden. Das heißt, was soll in der Mailbox überhaupt drinnen sein? Drafts drinnen sein, Deleted Items, Junk E-Mail, ob das viel Sinn macht, diese zu sichern macht, ist die Frage. Dann Sync Issues, will ich meinen Kalender sichern? Je nachdem, gegebenenfalls auch die Kalenderobjekte gegebenenfalls unabsichtlich gelöscht wiederherstellen zu können. Also immer vorausblicken, was brauche ich eigentlich in der Mailbox und da drinnen kann ich mir genau anschauen bzw. auswählen, was will ich auch im Endeffekt gesichert haben. Das nächste ist dann, dass ich mir zum Beispiel sage, ich lege mir einen OneDrive-Job an, dass ich sage, einen OneDrive, Next, suche mir wieder aus meiner Organisation eine Benutzer oder eine Gruppe von dem Allen her und wählen uns eben hier nur OneDrive aus. Das heißt, ich würde eher in die Richtung gehen, das etwas auseinanderzuziehen und etwas übersichtlicher zu gestalten und diese Jobs dann nacheinander laufen zu lassen in einem gewissen Time Schedule. Ja, dasselbe klarerweise auch für SharePoint und für Teams. Lassen wir die laufen im Hintergrund. Es wird sich im Moment nicht sehr viel getan haben. Das ist alles eine Testumgebung bzw. eine Testorganisation bei der Microsoft. Da tut sich so im Normalfall nicht sehr viel. Dann habe ich da noch OneDrive. Das sicher mache ich auch noch. Starten wir noch. Und SharePoint im Anschluss daran. Genau. Start. Bei Teams machen wir das. Selber dann nochmal. Weil wird sich auch nicht sehr viel getan haben. SharePoint ist dann im Anschluss gleich fertig.
Daten sind es dann doch. In Teams machen wir dasselbe dann nochmal. Wie wir ja wissen, haben wir die Möglichkeit, in Teams und im SharePoint viele Files abzulegen. Sie können dort Dokumente ablegen, in Teams eigene Ordnerstrukturen mit Dokumenten, mit File-Shares belegen und so weiter. Also wie gesagt, das kann sehr, sehr groß werden. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass je mehr man sichert, das umso länger dauert. Und dann im Endeffekt wahrscheinlich, sollte irgendwas mal nicht funktionieren, dass es schwieriger sein wird, das Ganze zu analysieren. So, wir haben das jetzt erstmal gesichert und jetzt schauen wir uns da im Internet an, was da so bei dem Herrn Allen zum Beispiel, das ist hier mein Testopfer, was da so passieren kann. Da hat er zum Beispiel in seiner Inbox drinnen eine Mail und die löschen wir jetzt ganz einfach einmal. Das ist einmal das Erste, was ich mache. Das Zweite ist, was ich tue, ich lösche mir in seinem OneDrive die Student One Text, den Student One Textfile. Das ist mal das Erste, was ich tue. Ich habe es anfangs schon erwähnt, das heißt, ich habe die Möglichkeit, im zugehörigen Restore-Portal, das relativ easy konfiguriert ist. Das heißt, wir schauen uns das ganz kurz an vielleicht. Das ist eine Web-Applikation, die hier in den General Options registrieren bzw. enablen muss. Ich habe das Restore-Portal, konfiguriere mir das in meiner Cloud. Das heißt, ich rolle mir hier, ich würde sogar trennen, eine eigene Applikation aus, gebe dir ein Zertifikat. Und das ist dann das Interface, mit dem ich meine Restores machen kann im Restore-Portal. Dann definiere ich noch eine, im Fall eben der gleiche Server, sprich der Microsoft 365 Server am Port 4443. Und das Ganze ist in Windeseile konfiguriert. Das heißt, es ist da kein großer Aufwand. Aussehen tut das Ganze dann so, ich authentifiziere mich hier klarerweise mit einem Restore Operator User. Man sieht, der Allen ist ein Restore Operator, der in der Active Directory seine speziellen Berechtigungen bekommen kann. Das heißt, dieser Benutzer muss über die Organisation bzw. über die Gruppen und so weiter die Berechtigung behalten oder erhalten, die diversen Restores durchführen zu dürfen. Das ist eine Azure-Restriktion bzw. Voraussetzung, das muss man dort tun. Wenn man das getan hat, gibt man das hier dem Restore-Portal mit. Das heißt, ich suche mir aus der Organisation genau diesen User raus und berechtige ihn für diesen Server zum Restore-Portal. That's it. Mehr ist hier nicht zu tun. Gut, wieder zurück in die in das Restore-Portal. So, das Erste, was ich hier sehe, ich bin der Restore-Operator, ich kann hier den Scope ändern. Das heißt, was will ich restoren und von wem will ich es restoren? Zum einen haben wir gesagt, der Allen hat jetzt irgendwas kaputt gemacht. Da bin ich ja jetzt schon drinnen und wir schauen uns jetzt an. Das Neue, was jetzt hier aufscheint, das ist ein Restore-Point. Das heißt, wenn ich hier mehrere Backup-Vorgänge habe, würde ich das hier sehen, in diesem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Suche mir den aus, das ist was Neues jetzt im Restore-Portal, auch mir dediziert den Restore-Punkt auszusuchen. Sehe hier beim Allen de Jong zum einen OneDrive und zum zweiten sehe ich die Inbox. In der Inbox hat er sie die Mail Lass mich dann einmal anmelden. Muss ich mich noch mal melden, dann ins Restore-Portal nochmal einsteigen. Das ist
So. Das ist dieser Benutzer. Kopieren. Dem steigen wir dann nochmal ein. Genau, jetzt sehe ich die anderen Restore-Punkte auch noch dazu. Das heißt, von zehn Play. Dann suchen wir uns aus der Inbox. Ja, da ist die Mail drinnen. Er hat vorher aufgrund dessen, dass das Portal schon länger offen war, hat er das nicht aktualisiert. Jetzt haben wir die Restore-Punkte drinnen und ich sehe auch diese Mail, die von mir gekommen ist. Kann ich da sehr gerne gleich restoren oder zu einer Restore-List dazu fügen. Um ganz einfach zu sehen, was will ich eigentlich restoren, wenn ich mehrere Tasks habe. Dann das nächste ist dann bei den Dokumenten zum Beispiel. Student One haben wir uns gelöscht. Gehen wir zur Restore-Liste dazu. Man sieht da in der Restore-Liste drinnen, was will ich eigentlich tun. Und ich restore Exchange Items. Next. Er holt sich die Mail heraus und hat sie restored. Das heißt, sie sollte eigentlich wieder da sein. Genau, da ist sie. Dasselbe machen wir jetzt nochmal mit der Restore List, mit dem zweiten, mit der Student 1. Next, next. Weiter, weiter fertigstellen. Und Student One wird in kürzester Zeit im OneDrive auch wieder drinnen sein. Das Neue am OneDrive ist, ups, wie ist es? Das Neue ist jetzt hier die Möglichkeit, sich Versionen herauszusuchen. Das heißt, ich sehe, da brauchen wir wieder einen Restore Point. Den Dokumenten. Sehe ich hier zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir mittlerweile Versionierung unterstützen in OneDrive. Das heißt, sofern Sie diese Datei restoren wollen, klicken Sie einfach drauf und er restort Ihnen die Version 2.0. Wenn Sie die Version 1.0 haben wollen, klickt man da drauf und wählt diese aus. Also es ist mittlerweile für OneDrive auch die Versionierung unterstützt. Ich glaube, eine ganz interessante Geschichte fürs Restore-Portal und auch gewisse unterschiedliche Dateien wiederherstellen zu können. Das Ganze genau gleich analog für Teams logischerweise. Das heißt auch hier die Möglichkeit, nicht Download, sondern das löschen wir jetzt, Student 10. Genau, die Möglichkeit auch hier Backups und Restores zu bedienen. Das heißt, das Einzige, was ich hier tun muss, ist einen anderen Scope mir zu suchen. Das heißt, wir sind jetzt im Hands-on Lab drinnen, in Teams. Das ist genau diese Gruppe, die ich mir konfiguriert habe, dass sie gesichert werden soll. Hands-on Labs. General, Files. Und 10 kann ich wieder restoren.
Das Gute an der Sache ist, ich könnte jetzt zum Beispiel auch einen kompletten Folder wieder restauren. Das war vorher auch nicht möglich. Das Ganze gilt jetzt für OneDrive, das Ganze gilt für Teams und das Ganze gilt für SharePoint. Also da hat es durchaus ein paar interessante Enhancements gegeben, um nicht alles einzeln mühsam wieder herstellen zu müssen, sondern einen ganzen Folder wieder in Bausch und Bogen wieder zu restauren. Stellen wir den schnell wieder her und dann in Windeseile wieder da sein. Gut, also das zum Restore. Restored with warning. Immer dann. Das ist nochmal an. So, der Refresh hat funktioniert. Das heißt, Student 10 ist wieder da. Die Warning. Sei mal der Testumgebung geschuldet, aber wie gesagt, der Restore hat funktioniert. Dasselbe klarerweise für SharePoint auch möglich. Das ist dasselbe Prozedur, also da ist nichts anderes drinnen. Das sei mal gesagt zum Restore-Portal. Wie gesagt, Sie können das ja einfach auslagern an zum Beispiel eine zentrale Stelle, an den Helpdesk, geben dem Benutzer dort eine Restore-Operator-Funktionalität, Berechtigung in der Active Directory in Azure und erlauben somit die zentral gesteuerte Restore-Tätigkeit für diesen Benutzer. Wenn Sie das nicht tun, hat jeder und Sie das trotzdem enablen wollen, können Sie das jetzt für jeden Benutzer einzeln auch machen. Das heißt, der Benutzer meldet sich an am Restore-Portal und kann somit seine verlorenen Mails, Files, was auch immer, selbst wieder restoren. Geht auch, sofern Sie es benutzen wollen, sind mehrere Möglichkeiten gegeben. Gut, das mal dazu, was im Restore-Portal alles, Entschuldigung, im Restore-Portal alles neu gekommen ist, beziehungsweise zu den Funktionalitäten. Und abschließend würde ich noch ein paar Worte gern verlieren über die Integration in VimOne. Das heißt, wie gesagt, sofern Sie VimOne schon nutzen, die Integration ist jetzt gegeben. Sie können jetzt jederzeit M365 monitoren. Wir haben die zum einen im Webclient die Übersicht drinnen mit einzelnen Widgets, wo Sie mitschauen können, was wo passiert, in welche Repository gewisse Trends und so weiter. Und auf der anderen Seite haben Sie die Möglichkeit, das über den Client klarerweise auch zu sehen. Das heißt, Sie haben jetzt hier neu die M365-Umgebung, gehen wir so mit Top-Down durch. Zum einen schauen wir uns die Summary an. Sie sehen da drinnen die Backup-Repositories, was passiert da drinnen, Space ist benutzt und so weiter. Sie sehen das in der Backup, in der Default-Repository über die beiden S3-Repositories, die wir hier drinnen haben, das heißt die beiden Object-Stores, was ist da drinnen und so weiter und so fort. Object-Storage per se. Und wie ausgelastet ist der Proxy? Das heißt, Sie haben da durchaus eine gute Möglichkeit, die Infrastruktur, was Microsoft 365 anbelangt, mitzumanagen, mitzumonitoren und kostet Ihnen nichts. Sie können sich Alarme definieren. Es gibt da eine Zahl von Alarmen, die Sie definieren können und auf Ihre Infrastruktur dann draufpinnen. Sie sehen die Data Protection. Was passiert, welche Jobs laufen, wo sind Fehler gewesen und so weiter und so fort. Performance, wie schaut die CPU aus vom M365 Server, wie schaut es vom Object Storage aus? Na, das ist nicht von der Repository. Na, das sehe ich nicht. Ich sehe es nur vom M365 Server, wie da die Performance ist. Und Proxy-Server. Proxy-Server ist klarerweise auch ein Thema, je größer die Umgebung wird.
desto eher ist es wahrscheinlich mal notwendig, über die Konfiguration drüber zu schauen. Das heißt, wie viele Ressourcen hat der eine und wann es über eine gewisse Anzahl Benutzer hinausgeht, ist wahrscheinlich daran zu denken, einen zweiten oder gegebenenfalls einen dritten mit zu installieren und mit zu konfigurieren, dass man da schnell wieder bei der normalen Performance ist. Gut, das zur Integration noch in die VimOne-Umgebung. Wie gesagt, zum einen über den Webclient mit ein paar Dashboards und Widgets, also durchaus interessant, da ein bisschen zu schauen. Sie können sich Reports ziehen. Viele Reports, die Sie da drinnen sehen, es würde jetzt den Rahmen sprengen, da auf jeden einzugehen. Sie können das klarerweise schedulen. Jobs-Kalender, Deployment-Projects, über die REST-API können Sie zugreifen, wenn Sie wollen. Also Sie haben da viele Möglichkeiten, über diese VimOne-Integration darüber hinaus noch etwas zu tun. Abschließend würde ich Ihnen noch gerne demonstrieren, dass wir jetzt klarerweise Immutable Backup Copy Jobs unterstützen. Das heißt, wir starten hier einen Exchange Copy Job, der vom normalen Object Storage in den Immutable Object Storage hinein kopiert. Also es ist hier nicht sehr viel passiert. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal zu löschen. Das heißt, die Mailbox vom LND Young zu löschen. Das ist das, was wir hier tun. Und wir sehen hier eine Warning. Und wenn wir da drauf schauen, also es läuft noch. Nö. Also. Es läuft da noch. Das werden wir jetzt mal abschalten. So, jetzt sollten wir da draußen sein. Okay, probieren wir es nochmal. Die war gerade in Besitz. Remove User. Stop. Ah, da sitzt noch der Job drauf. Ich muss nochmal. Jetzt sehen wir. Jetzt stimmt's, da war vorher noch der Job drauf, because its immutability period is still active. Das heißt, nicht mal mit PowerShell könnten wir hier was löschen, wenn wir wollten. Das heißt, die Immutability ist gegeben, wie ich es versprochen habe. Ganz wichtig, bitte das im Hinterkopf zu behalten. Das Backup ist the last line of defense. Wenn die fällt, dann ist ein Problem mit ihren Daten, mit ihrem Unternehmen. Es kann durchaus gefährlich werden, bitte das in Betracht zu ziehen für die Zukunft. Nicht nur für M365, sondern klarerweise auch für Veeam Backup and Replication mit Hardened Repositories oder Immutable S3 Object Stores. Gut, das war mal so ein kleiner Überblick über M365 und würde somit gerne zurück ins Studio geben. Zu meinen Kollegen Rainer und Rainer. Danke. Kurz ja, weiterführen. Ich habe gerade geschaut, Fragen, du hast das sehr ausführend erklärt. Super für die Live-Demo. Vielen Dank, Max. Ja, ich habe angekündigt, wir, nachdem ich Ihr Partner Sales Manager bin und über das Herstellerportfolio von der RAECS Österreich verantwortlich bin, und wir haben natürlich auch
einige österreichische Kooperationen. Eine davon ist die Firma Nextlayer. Deswegen meinen lieben ehemaligen Ex-Kollegen und Freund Rainer Marek hier begrüßen zu dürfen, der mittlerweile Business Development Manager bei der Nextlayer ist. Und da geht es um das Thema Cloud Backup. Wie können Sie im Prinzip deren Dienste nutzen, die eigentlich auf WIM-Technologie, und das ist jetzt für mich dieses Compuserver aus dem Ganzen raus, profitieren können oder additiv dazu nehmen können? René? Ja, also vielen Dank, Rainer. Also wenn man uns auf Rani und Reini geeinigt, nur dass ich da keine Verwunderung auslöse. Ja, wie gesagt, ich war 3 Jahre lang der Vertriebler für VMware, Wien und eben Nextlayer. Und davor war ich auch bei einem großen Systemintegrator. Also ich kann ein bisschen mit dem Kopf, glaube ich, mir anmaßen zu dürfen, von einem Partner, von einem IT-Channel-Partner denken, der halt nicht irgendwelche fancy Geschichten haben will, sondern der 3 Sachen eigentlich haben will. Der haben will, das darf nicht unendlich viel Geld kosten, also keine großen Investentscheidungen. Der will echte Menschen als Ansprechpartner haben und die Software muss lebbar installierbar sein, ohne Raketenwissenschaft. Als langjähriger WIM-Partner wissen wir, dass das definitiv machbar ist. Also wir haben es ja schon zigmal implementiert. Das ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft. Ich war ein paar Mal dabei, meine technischen Kollegen haben mir zuschauen lassen. Ich könnte es jetzt nicht selber, aber es ist machbar. Also das ist wirklich kein Showstopper. Vielleicht ganz kurz zur Nextlayer. Keine Sorge, keine Folien gedroschen. Nur so wie gesagt, bei uns sprechen wirklich echte Menschen mit echten Menschen und nicht ein Portal oder irgendwelche Hotlines, die in Indien oder in Rumänien oder in Liverpool oder sonst wo sitzen, sondern bei uns. 80% von den 68 Mitarbeitern, die wir haben und Mitarbeiterinnen, sind Techniker. Ja, und wir haben es noch jedes Mal hingekriegt, wenn irgendeine technische Geschichte war. Da muss man vielleicht 2, 3 Rückfragen machen, aber wir haben es noch wirklich hingekriegt. Ich denke, das glaubt man uns. Kurz zu unserem Offering. Also wir haben im Moment in der Aerosphere schon drinnen das Cloud Backup. Und als nächstes gehen wir natürlich an Backup für Office 365. Zu Cloud Backup ganz kurz gesagt, unser Offering ist wirklich schwind erklärt. Wir haben, ich schmücke mich da immer ganz gern mit fremden Federn, nämlich denen von Wien, durch die Reseller, die Reseller-Konsole, hat jeder Reseller, jeder Partner die Möglichkeit, dass er sich A, B, C, D-Kunde anlegt. Könnte ja auch ein interner Kunde sein, aber meistens sind es externe, aber ich sage immer nur dazu. Und kauft dafür bei uns halt Lizenzen und Speicherplatz ein. Und das war es eigentlich. Die kann er dann verteilen. Also sprich, er kriegt von uns nur eine Rechnung, weil er ist unser Endkunde. Wenn er das auf Endkunden aufgedröselt haben will, geht natürlich auch, aber dann muss man logischerweise die Kunden erfahren. Sehr logisch. War aber noch nie ein Problem und ist gelebter Brauch. Die eigenen Federn, auf die sind wir stolz, für die möchte ich noch ganz kurz erklären. Das ist bei uns eine reine Usage-Verrechnung. Also sprich, wenn man sich am Anfang sagt, ja, ich habe den Kunden A, B, C, D, E, die werden insgesamt, was weiß ich, 15 virtuelle Maschinen backuppen, vielleicht noch ein paar Agents für physikalische Server, die im Keller stehen und die Geschäftsführung unbedingt will und nur einmal... Rainer, Entschuldigung, sollten wir hier Folien sehen oder? Nein, das will ich nicht. Entschuldigung. Ja. Wobei, Max, dein Einwurf war trotzdem gut. Wir können selbstverständlich schon gemachte Webinare nachschicken. Also das, was ich jetzt in ganz kurzen Worten umreiße, gibt es auch in einer Langversion, die wir aufgezeichnet haben, wo wir die gesamte Nextlayer vorstellen. Die wollte ich nur nicht noch einmal machen. Ich habe heute nur die Gelegenheit nutzen wollen. Ganz kurz noch zur Usage-Verrechnung. Wie gesagt, wenn man sich sagt, so und so viele VMs, so und so viele Agents, so und so viel Speicherplatz, dann ist das nur für unsere Technik zum Eintakten, dass man weiß, was muss man ungefähr vorsehen. Aber es wird immer das verrechnet, was im Vormonat genutzt wurde. Das, finde ich, ist ein guter Ansatz, weil man nicht irgendwelche großen CapEx- oder OpEx-Geschichten hat. Weil du vorher die Aerosphere, unseren Cloud-Marketplace angesprochen hast, die Nextlayer ist da vollständig integriert drinnen. Das heißt, das ist eigentlich für... sofern Sie es nicht kennen, unser via Amazon Store eigentlich so einfach zu bedienen. Und da sind nebst über 30 Hersteller eben auch die Nextlayer drinnen mit ihren Produkten. Und das können Sie einfach hier provisionieren. Deswegen habe ich das Slide jetzt kurz nochmal aufgelegt. Aber da wir haben da keine großartigen Slides jetzt auch vorbereitet, sondern soll einfach, dass nur diese enge Kooperation zwischen der Nextlayer und der Aero und der WIM eigentlich unterstreichen. Genau, jeder, der es, wie gesagt, sehen will, wir haben auch mit dem Christoph Doscher mal ein Webinar gemacht, wo wir sogar gezeigt haben, wie es in der Aerosphere geht. Also es ist wirklich alles integriert. Wir sind definitiv Hersteller der Aero. Eine Geschichte noch, mit der höre ich auf, die ist mir aber auch sehr, sehr wichtig.
irgendeine Sorge, dass Daten von Kunden, die bei uns gebackupt werden, das Österreich verlassen, geschweige denn die EU, kann ich auch zerstreuen, weil wir sind mit jeweils über 300 Quadratmeter Stellfläche im Interaction, in der Entity früher eShelter und in unserem eigenen Rechenzentrum am Fleischmarkt aus. Also selbst wenn wir einen bösen Willen hätten, die Daten unserer Kunden können gar nicht Österreich verlassen. Also das finde ich ist ein ganz ein schönes, rundes Bild. Mit uns kann man und das Ganze geht auch noch über die Aero und bei Cloud Backup sogar schon komplett und tuto komplette integrierende Aero-Sphere. Damit bedanke ich mich auch schon. Die Gelegenheit wollte ich unbedingt nutzen. Ja, bitte, sehr gerne. Und auf bald in diesem Theater. Sehr gut, ja. Gut, ganz kurz noch. Wir sind euer Value-Added-Distributor. Viele von euch, von Ihnen kennen uns. Angebotslegung, schnell Renewal Services, Lizenzproduktberatung mit unserem Team, Education. Das heißt, wir sind auch wie im Authorized Training Zentrum, sei da noch hinzugefügt, Marketingdienste und so weiter und so fort. Gut, ich lasse Ihnen das zukommen. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, bitte mich zu kontaktieren. Insights bei Aero, aha, Insighty, das war interessant, gut, wir haben einen neuen Namen erfunden. Ah ja. Ja. unser wöchentliches Informationsformat, einfach hier zum Nachlesen mit dem QR-Code einfach bequem einzuscannen, wenn Sie im Auto sitzen oder mal am Abend langweilig ist, schauen Sie bitte einfach immer vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Gut, damit schauen wir jetzt nochmal. Nach so einer Kanne aufgetreten. Dann sage ich Max, René, vielen Dank. Gerne. Und ja, ich freue mich, Sie bei einer der nächsten Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen. Morgen geht's weiter. Also, alles Gute. Wir sagen Danke. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Baba.